Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer kurzen Infothek. Es steht ein neues Projekt an und genau das will ich jetzt hier gleich mal ein bisschen darlegen. Ja Leute, ein neues Projekt steht an. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass es so langsam, aber sicher hier bei mir auf dem Kanal etwas ruhiger wird. Hat im Endeffekt damit zu tun, dass ich schon fast alles abgefrühstückt habe und das Ding hier hinter mir, ich stehe schon wieder im Bild, ich gehe mal ein bisschen auf Seite. Das Ding hier hinter mir läuft, funktioniert und ich kann mich nicht genug beschweren. So, das Thema kurz erklärt ist auch in vielen Bereichen schon abgefrühstückt. Das entsprechende Video zu dem Kosten, Unterhalt und Anschaffung zu diesem Becken und zu noch zwei weiteren Becken ist in Arbeit. Das ist viel Arbeit, das Ganze aufzustellen. Von daher bitte seht es mir nach. Das wird noch ziemlich lange dauern, bis ich das fertig habe, aber es wird kommen. Versprochen ist versprochen. Ist ja Standard bei mir auf dem Kanal. Wenn ich was sage, dann kommt da auch das entsprechende Video. Ja, aber was ich jetzt tatsächlich demnächst oder was wir nächste Woche starten werden, ist eine Videoreihe, eine neue Videoreihe Meerwasser für Anfänger. Jetzt würdet ihr sagen, schon wieder so eine Reihe, wo uns jemand erklären will, wie es funktioniert. Richtig. Aber diesmal wirklich richtig. Ich gebe selber zu, dass ich die Projekte oder das Projekt, was ich zum Beispiel da hinten gemacht habe, ich habe es aufgebaut. Ich habe einen Zeitraffer gemacht und habe versucht zu erklären, wie es funktioniert. Ist aber in meinen Augen tatsächlich ja, nicht schlecht, aber nicht ausreichend Information für euch da draußen. Und genau da möchte ich jetzt einhaken. Ich habe jemanden, beziehungsweise jemand ist auf mich zugekommen und hat mich angesprochen, hey, pass auf, ich möchte gerne Meerwasser betreiben. Er ist Süßwasser-Aquarianer. Über längere Zeit gewesen, hat im Prinzip alle Stufen schon durchgelaufen und ja, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben das Ganze bequatscht, was im Endeffekt auf ihn zukommt, damit er nicht direkt in das ganz große tiefe Loch fällt, weil momentan ist ja so teilweise, nicht teilweise, die Energiekosten etc., das muss man ja alles im Blick haben und von daher sind aufklärende Gespräche im Vorfeld natürlich wichtig, damit die Leute wissen oder damit derjenige weiß, der sich auf ein Meerwasseraquarium einlässt, was kommt auf mich zu. So, das haben wir alles gemacht und wir werden ihn jetzt im Prinzip videotechnisch begleiten. Ich werde ihn videotechnisch begleiten, werde ihn anleiten, werde ihm sagen und erklären, wie was zu funktionieren hat etc. pp. Und genau da möchte ich die Serie vertiefen oder interessanter machen für euch da draußen. Es soll ein Serien- oder ein Serienkonglomerat an Videos werden, wo im Prinzip alles drin erklärt ist, nach und nach. Das heißt, wir bauen, das Becken ist aufgebaut. Also ich gehe mal davon aus, dass so Sachen wie Becken hinstellen und dann aufbauen, das ist machbar. Aber ich werde euch natürlich auch in einem entsprechenden Video erklären, warum wir was an Technik haben, wie diese Technik eingesetzt wird. Warum wir diese Technik genommen haben, kann es auch gebraucht sein. Das ist auch ein großer Punkt. Und warum setzen wir diese Technik ein? Und wie wird sie eingestellt? Das sind alles so Sachen, die hier und da meiner Meinung nach in einigen Videos untergehen und auch in meinen Videos zum Teil beim Projekt untergegangen sind. Wie muss ich was machen? Und genau das möchte ich jetzt zusammen mit dem Kollegen machen. Nächste Woche wird erstmal ein kurzes, knackiges Video rauskommen, wie wir es aufgebaut haben. Nur als Dokumentation, ohne jetzt großartige Erklärungen im Hintergrund. Und danach machen wir Step by Step. Warum, weshalb, wieso etc. pp. Detailliert. Und ich hoffe, das ist genau das, was ihr da draußen sehen wollt und was ihr auch, ja, ich sag mal, schätzt,
was ich glaube, dass es richtig ist, da möchte ich euch dann mal auffordern, das Ganze in die Kommentare zu schreiben, ob das so the way it is, weil wir können das jetzt immer noch im Vorfeld, ich sag jetzt mal, ändern, beziehungsweise den Weg ändern, den ich eingeschlagen habe, den ich versuche, da zu gehen. Das ist der Plan, den ich euch jetzt erzählt habe. Wenn ihr das anders sehen wollt oder noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es mir in die Kommentare, damit wir das dann dementsprechend mit einbringen können. Weil im Endeffekt ist das eine Serie da draußen für euch. Ja? Ich weiß im Endeffekt, wie ich ein Becken betreibe, starte etc. pp. Habe ich euch ja schon mehrfach unter Beweis gestellt und ja, stehe hier neben dem entsprechenden Beweis, der funktioniert, läuft etc. Aber es geht sich eben darum, dass halt jemand anders das jetzt macht. So. Und jetzt habe ich halt das Glück, dass er aus der Nähe kommt, keine 12 Kilometer von mir hier weg, und dass wir das dann halt auch videotechnisch mit ihm festhalten können. Und genau das ist das, was wir da jetzt halt in dieser Serie machen wollen und euch präsentieren wollen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt eine neue Serie, Meerwasser für Anfänger. Sie wird detailliert. Das hätte eigentlich auch gereicht. ja. Wer schon mal so ein bisschen gelunzt hat im Bild, sieht vielleicht. Nein, sieht es nicht. Ich habe es hier versteckt. Hier haben wir neues Futter gekriegt. Da werde ich auch noch demnächst drüber berichten in meinen Tagebüchern. Es geht sich darum, dass ich hier die Futterversorgung für mein Becken hier komplett auf Trockenfutter umstellen möchte. Dazu habe ich ein entsprechendes Futter gesucht. Diese Firma ist auch unter anderem auch auf mich zugekommen und das probiere ich jetzt aus, ob das mit diesem Futter dann funktioniert. Mehr davon aber dann in meinen Tagebüchern. Ja, alles in allem muss ich allerdings sagen, ihr seht selber, es läuft, es sieht schön aus, es funktioniert, es wächst. Mein KH-Keeper läuft auch vernünftig. Meine Sicherung für die Dosierpumpe funktioniert auch. Mag ein bisschen übertrieben sein, aber naja, ich möchte dieses Becken hier in der Form natürlich längere Zeit behalten und auch gleichzeitig auch die Technik von Refactory weiterhin benutzen und einsetzen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die Technik eigentlich gut finde. Aber wenn natürlich sowas passieren könnte, sichere ich mich lieber ab. Aber egal, gehört jetzt eigentlich gar nicht hier rein. Fakt ist, neue Serie startet. Es kommen auch noch andere entsprechende Videos, wo ich jetzt leider noch nichts drüber sagen darf. Aber es wird spannend. Es wird definitiv spannend, muss ich sagen. Ja, seid gewiss, es wird ein heißer Winter in Sachen Videos. Jetzt nicht unbedingt jetzt hiervon, sondern tatsächlich mal aus dem anderen Bereich. Vielleicht fange ich dann auch wieder an, mal ein paar Leute zu besuchen und euch andere Becken zu präsentieren. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Habe ich schon gesagt eben, ne? Ich wollte schon abschließen. Ja, egal. Also, in diesem Sinne, seid gespannt. Nächste Woche Samstag um, sage ich mal, 18 Uhr startet das Video. Und alles Weitere werdet ihr dann auf dem Kanal oder über Insta etc. pp. Erfahren. Ich freue mich auf euch und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Däumchen nicht vergessen, euer Viper. Ciao.